Rassismus tut anderen weh, aber Rassismus tut vor allem jenen weh, die ihn ausführen, also die Rassisten und Rassistinnen. Warum sage ich das? Ich bin überzeugt davon, dass Rassisten und Rassistinnen eher unglückliche Menschen sind. Menschen, die sich nach etwas sehnen, das sie bei anderen sehen. Und am ehesten sehnen sie sich nach Liebe. Rassismus ist im Grunde eigentlich ein Schrei nach Liebe. Und ich glaube, wenn wir etwas Nachhaltiges und wirklich Tiefgründiges, wenn wir an die Wurzel des Problems wollen, wenn wir den Rassismus bekämpfen wollen, dann müssen wir uns überlegen, warum gibt es so viele unglückliche Menschen, die Gefühle haben und Aussagen tätigen, die andere beleidigen, wo sie sich erhöhen müssen über andere künstlich. Und der Urgrund all dieses Unglücks, all dieser zwischenmenschlichen Problematiken, dass der Grund für Rassismus, wenn man es wirklich bis zur Quelle zurückdenkt, glaube ich, ist eigentlich die ausbeuterische kapitalistische Wirtschaftsordnung, die darauf besteht und die es auch braucht, dass es oben und unten gibt. Also in diesem Sinne ist, glaube ich, die beste Antirassismusarbeit eine antikapitalistische Arbeit.